Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese große Überraschung, die ich vor, ich glaube, 3 Monaten oder sowas angekündigt hatte, kurz bevor meine Semesterferien begonnen haben. Begannen. Ja? Die Überraschung ist mittlerweile ausgearbeitet, bestellt und auch angekommen und die ersten 100 Stück sind jetzt am Start. Mir liegen hier jetzt die ersten 100 offiziellen Dumbabla-Postkarten vor. Aber bei der Beleuchtung ist die Unterschrift nicht so gut zu erkennen. Da unten sieht man sie, ne? Wie die verwendet werden, sage ich gleich. Das Tierchen darauf ist der Jochen. Das hat der Tobi für uns gemacht, also Big Gorilla aka Tobi, ihr wisst Bescheid. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, gell? Wir haben da echt einige Zeit dran rumgewurschtelt, vor allem bis wir die richtige Größe hatten. Und die Unterschrift, die man da unten sehen kann, ne? Vielleicht hätte ich es mit der anderen Kamera aufnehmen sollen, das ist nicht so gut sichtbar. Naja, ist von mir. Die habe ich sehr lange geübt, also generell erstmal die ganzen Buchstaben halt, wie ich generell diese Ds machen soll, ne? Wie ich was und hin und her und wie und warum. Bis es dann letztendlich auf das hier hinausgelaufen ist, und ja, das ist jetzt die offizielle Dumbabla-Unterschrift und die ist auf diesen Karten eben verewigt. Und das wird auch die Unterschrift sein, die ich mache, wenn wir uns mal treffen und irgendwelche Autogramme oder sonst was, irgendwelche Unterschriften halt, lirum larum. Von diesen Postkarten gibt es jetzt 100 Stück, beziehungsweise 99, weil ich eine behalten habe. Ne? Die habe ich beim Aufmachen scheinbar minimal verkratzt, da vorne an der Schnüss. Das sieht man gar nicht. Ist ein kleiner Kratzer drin, darum ist es meine und der Rest soll an euch gehen. Diese Postkartengeschichte ist fürs erste Mal ein Test- oder Pilotprojekt. Wir gucken mal, wie gut es überhaupt läuft, also wer überhaupt eine haben möchte und so weiter und so fort. Hinten auf die Postkarte kommt natürlich irgendwas von mir noch drauf. Ein kleiner Satz, irgendwelche persönlichen Worte, wie auch immer, lirum larum, an die Person, die Postkarte eben erhält. Für den Anfang während dieser Testphase sind die Postkarten erstmal nur für Twitch-Abonnenten, um eben halt die Kosten und so weiter zu decken. Aber sie sollen dann auch für alle erreichbar sein, dann über die Streamwährung, über die Bubble Dollar. Also einfach mit der Streamwährung, die man ja kostenlos erhalten kann, kaufbar sein. Also kaufbar, eher wohl eintauschbar gegen so eine Karte. Damit sind wir auch schon bei den Infos zum Stream angekommen. Also einfach nur, dass man es mal gesehen hat, das ist ein Bubble Dollar, ne? Wir haben eine offizielle Bubble Dollar Banknote. So sehen die Bubble Dollar aus. Natürlich erhaltet ihr die im Stream virtuell. Wenn ihr den Stream zum ersten Mal besucht, bekommt ihr 5 Bubble Dollar einfach geschenkt auf euer Konto. Ab dann erhaltet ihr pro Minute, die ihr den Stream anhabt, egal ob ihr jetzt live dabei seid oder halt das einfach am Handy mitlaufen lasst, einen Bubble Dollar und alle 5 Minuten werden euch 5 Bubble Dollar ausgezahlt, ja, also auf euer Konto gut geschrieben. Somit könntet ihr praktisch, wenn ihr wollt, alle 5 Minuten den Befehl Ausrufezeichen Cash eingeben und gucken, wie sich eure Bubble Dollar vermehren. Wenn ihr aktiv im Stream seid, beziehungsweise im Chat, also halt was schreibt, dann bekommt ihr einen Bonus. Dann bekommt ihr, ich glaube, 1,5 Bubble Dollar pro Minute. Wenn ihr Abonnent seid, dann bekommt ihr das Doppelte an Bubble Dollars pro Minute obendrauf. Diese Bubble Dollar werden gespeichert und sind an euren Accountnamen geknüpft. Das heißt, wenn ihr 5 Wochen lang inaktiv seid und dann wieder dazukommt, dann stehen eure Bubble Dollar immer noch da, wo sie standen und sind nicht weg oder auf Null oder wie auch immer. Außer ihr benennt euch um. Dann denkt der Bot, oh, neuer User. Na, also nicht umbenennen. Falls doch, besteht die Möglichkeit, dass ich die Punkte übertrage auf den neuen Account. Sowas geht. Ist aber Arbeit. Auch eure Stunden bzw. Minuten werden gezählt, also die ihr im Stream verbringt. Und an diese Stunden sind Ränge geknüpft. Wenn ihr Ausrufezeichen Cash eingebt, könnt ihr, wie gesagt, euren Bubble-Dollar-Stand sehen, also euer Konto. Ihr seht auch, wie lange ihr schon im Stream seid und welchen Rang ihr habt. Ab einer Stunde seid ihr Frischling, ab 10 Stunden Ferkelchen und so weiter und so fort. Das Ganze ist vorausgeschrieben bis jetzt bis 1000 Stunden. Die Postkarten sind, wie gesagt, erstmal nur für Abonnenten erreichbar, werden dann aber auch für alle über Bubble-Dollar kaufbar sein. Diese Bubble-Dollar kann man im Stream aber auch bereits jetzt für viele andere Dinge nutzen. Zum Beispiel kann man auf die Spiele wetten, die wir machen, also ob wir gewinnen oder verlieren. Und ja, wenn ihr richtig liegt, dann bekommt ihr eben das Doppelte ausgezahlt. Ihr könnt aber auch mit den Bubble-Dollars gegeneinander kämpfen. Da geht dann jeder mit 100 rein und der Gewinner geht mit 200 raus. Ihr könnt in einer großen Arena kämpfen. Da gehen dann x Leute rein und einer gewinnt und der bekommt alles, alle Einsätze. Ihr könnt aber auch zusammen Dinge machen, wie zum Beispiel die Guschelbank ausrauben. Der Guschel ist ein reicher Mann und der hat eine Bank. Und diese Bank könnt ihr versuchen auszurauben. Und wenn ihr den Raub schafft, dann bekommt ihr eure Bubble Dollar auch vervielfacht oder verliert sie eben. Ja, wenn ihr die Gambelei, also das heißt eigentlich Gamble, aber ich habe daraus ein Bank-Ausraubespiel gemacht, wenn ihr das nicht schafft. Diese ganzen Spiele gehen über den Chat mit Textausgaben. Da steht dann halt, die Guschelwachen sind gerade nicht aufmerksam, jetzt könnt ihr die angreifen. Und dann greift man an und dann heißt es halt, oh, ihr habt es geschafft oder nur ein paar haben es geschafft oder nur einer hat es geschafft oder gar keiner. Und so weiter und so fort. Es gibt da verschiedene Ausgänge. Es gibt noch zig andere Dinge, die man im Stream machen kann. Die haben auch alle ihren eigenen Command, also ihren eigenen Befehl. Die Befehle jetzt hier alle rauszuhauen wäre zu viel. Im Stream kann man eh einfach Ausrufezeichen Commands eingeben. Da stehen dann alle, beziehungsweise man fragt einfach, wie geht das mit der Bank, wie geht das mit dem Fighten, wie geht dies und das. Und schon sind viele Leute zur Stelle, die einem helfen. Also die euch antworten, hey, du machst einfach dies und das und schon geht's. Ja? Oder wie wettet man, bla bla bla. Hinsichtlich dieser Postkarten gibt es natürlich noch einen kleinen Disclaimer in der Livestream-Beschreibung dann, in der ich mich halt absichere, ne, dass es einen Zustellungsversuch gibt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, dass ich mit euren Daten nichts mache, außer sie auf die Karte
schreibe und mehr nicht. Dass danach dann, wenn ich die Karten weggebe an die Post, alles von mir abfällt, ne, wenn die Post damit irgendwas macht. Wir gehen natürlich davon aus, dass die deutsche Post die Karte einfach ausstellt. Ja, aber dass da eben nichts mehr an mir hängen bleibt und dass eure Daten natürlich auch nicht gespeichert werden. Das Ganze ist natürlich auf einer hohen Vertrauensbasis aufgebaut, denn ihr gebt mir dann eure Adressdaten oder irgendwelche Adressdaten zu einem Postfach, wie auch immer, wo ich dann diese Karte hinschicke. Einige haben im Vorfeld davon schon Wind bekommen und fragen schon, auf welche Arten man mir diese Daten zukommen lassen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Weg selbst wählen. Ich biete euch E-Mail, also per E-Mail einfach die Sache an. Ihr könnt mir es auch als Twitch-Privatnachricht schreiben oder in Discord als Privatnachricht oder sonst wo. Den Weg wählt ihr selbst, der für euch am sichersten ist oder der euch am sichersten erscheint. Ich werde euch eine E-Mail in die Kommentare schreiben. Das ist die E-Mail, an die ihr Fanarts auch schicken könnt. Das ist, glaube ich, die jürgenmüller@web.de. Ich werde sie aber nochmal in die Beschreibung schreiben. Beziehungsweise, ich glaube, da steht sie auch noch. Wenn ihr die Beschreibung öffnet und weiter runter scrollt, steht irgendwo, hier könnt ihr eure Fanarts hinschicken. Ich werde es aber nochmal nach oben setzen. Weitere Fragen zum Stream könnt ihr, wie gesagt, gerne live stellen im Stream, aber auch einfach hier unter das Video. Oder, was ich euch natürlich am ehesten ans Herz lege, geht kurz auf den Stream, also jetzt direkt, wenn ihr Zeit habt, also auf twitch.tv/derdummbabbler und scrollt unter den Stream. Da steht in der Beschreibung alles. Also wie die ganzen Spiele funktionieren, was man dafür machen muss, was man eingeben muss, die Commands und so weiter und so fort. Auch mein Crosshair, meine ganzen PC-Sachen und so weiter, da ist alles verlinkt. Ja, soweit so gut. Ich freue mich auf euch. Heute Abend um 22 Uhr wird wieder reingekloppt. Dieses Video sollte so um 19 Uhr vielleicht erscheinen oder 20 Uhr. Ich werde da auf jeden Fall noch eine Premiere schalten dafür. Haut rein, bis zum Stream. Ciao, ciao.